Hallo und herzlich willkommen im Ford zu Hagemeyer. Ich bin Oliver Quakenack und zeige Ihnen heute, wie wir einen Ford Transit Nugget mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett behandeln. Wir haben das Auto bereits letzte Woche gewaschen, denn dieses ist kein Neuwagen, sondern er ist schon ein Jahr auf der Straße gefahren. Natürlich ist er von unten nicht ganz sauber. Wir haben ihn mit Unterbodendüsen weitgehend von Dreck befreit. Dann auf die Bühne genommen, schon mal die Räder und Radhäuser ausgebaut, damit über das Wochenende alles schön trocknen kann. Zuerst wird das Fett erhitzt auf 120 Grad. Hier verwenden wir einen Kocher. Hier haben wir reichlich. Zwischendurch nochmal kontrollieren. Ja, das sollte man jetzt nicht auf die Finger bekommen. So heiß wird es dann in die Pistole abgefüllt. Und nebenbei werden die Sonden schon mal mit dem Heißluftföhn vorgeheizt. Hier haben wir zum Beispiel die Hakendüse, die gleich für die Flächen verwendet wird. Zuerst werden die kompletten Hohlräume versiegelt. Transit geht das besonders gut, denn die Löcher sind wirklich äußerst zahlreich. Man muss die Sonnenbrille kaum reinstecken. Im zweiten Schritt kommt die Flächendüse im Einsatz und der ganze Unterbodenbereich wird komplett sauber mit Mike Sanders Korrosionsfett eingenebelt. Insgesamt verbrauchen wir für einen Transit ungefähr 10 Kilogramm. So, und hier haben wir jetzt das fertige Fahrzeug vor der Komplettierung. So, in die Radhäuser kommen jetzt gleich wieder die Kunststoffabdeckung. Komplett eingesprüht, auch schön von innen in die ganzen Sicken. Der komplette Unterboden ist eingesprüht. Hier kommt gleich wieder das Reserverad drunter. Wichtige Teile wurden natürlich ausgespart. Über dem Cut muss man so ein bisschen aufpassen. Auch im Bereich der Standheizung muss man so ein bisschen aufpassen. Das hatten wir alles abgedeckt. Ebenso die auf der anderen Seite die Pumpen für die Standheizung. Und dieses Auto hat noch zusätzlich im vorderen Bereich eine Heizung für den Motor verbaut. Ja, wirklich komplett der ganze Boden eingesprüht. Ungefähr 5 Kilo sind in die Hohlräume gegangen. Bei den Hohlräumen braucht man nicht zu sparen. Und insgesamt wurden rund 10 Kilo Mike Sanders Fett verarbeitet bei diesem Fahrzeug. Wirklich bis in alle Ritzen, die zugänglich waren. So, der Kunde hat jetzt einiges zum Werterhalt an seinem Fahrzeug getan und wird umso länger Spaß daran haben. Was wir bei diesem Auto bewusst nicht mitgemacht haben, sind die Türen, die Heckklappe und die Schiebetür. Das machen wir gerne auf Kundenwunsch. Lieber verwenden wir dort auch ein Produkt der Firma Roth, was sich etwas feinlebiger versprühen lässt und nicht den Effekt hat, dass es sich im Sommer verflüssigt und unten die Abtropflöcher verstopft. Ja, wenn Sie Interesse haben, Ihr Fahrzeug versiegeln zu lassen oder einige Fragen dazu haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir würden uns freuen. Bis dann, euer Oliver Quakenack.